Hi, herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Video von mir zum Thema so Schneidebretter in der Küche zu pflegen. Und in diesem Fall ist es ein Bambus-Schneidebrett von der Firma Zwilling. Kann man sehen? Ja, Zwilling aus Solingen. Und wer schon mal im IKEA einkaufen war, der wird schon mal gesehen haben, dass man bei IKEA so super Pflegeholz kaufen kann. Drauf geschissen. Das beste Holzpflegeöl ist immer noch ganz normales Öl, womit man auch kocht. Also lebensmittelechteres Öl. Als Sonnenblumen oder Rapsöl oder so könnt ihr euch gar nicht holen. Und ihr werdet sehen, wie das Holz nachdunkelt. Gerade im Speziellen Bambusholz dunkelt dermaßen schnell mit dem richtigen Öl nach. Und Bambus ist für mich bevorzugt in der Küche. Und hier diese von Zwilling, die sind extrem schwer. Und E-Mail von der Firma auf dem Handy. Denn die Messer, die ihr benutzt, um zu schneiden, zu schnibbeln oder weiß der Teufel was, die werden nicht stumpf dadurch, dass ihr schneidet und schnibbelt. Nicht durch das Schneidgut, sondern durch die Unterlage, mit der ihr arbeitet. Und wer Glasbretter benutzt oder diese Plastik Bretter, richtige feste Plastikbretter, wie man sie früher bei Frühstücksbrettern benutzt hat, sind absolut nicht gut für die Schnitthaltigkeit eurer Messer. Daher empfehle ich grundsätzlich schon mal ein Brett aus Holz. Dann, wenn ihr das Geld habt, holt euch eins aus Bambus, denn Bambus ist antiseptisch. So, jetzt will ich euch zeigen, wie einfach es ist, so ein Holz zu pflegen. Und das ist für lange, lange Zeit in Tip-Top-Kondition zu behalten. So, ich mache einfach ein bisschen Öl drauf. Ich nehme übrigens ein ganz normales Küchentuch. Mache jetzt hier ein bisschen Öl drauf. Sowas würde ich übrigens auch machen, wenn ich mir so ein Brett neu gekauft habe. Einmal mit klarem Wasser abspülen und dann mit ganz normalem Sonnenblumenöl, Rapsöl oder so einreiben. Kann auch gerne mal über Nacht stehen gelassen werden. Ich mache auch hier die Seite. Ich bin auf die Idee zu diesem Video gekommen, weil ich jetzt im nächsten Video, was ich drehen möchte, ich muss jetzt nicht chronologisch auf meiner YouTube-Liste so auftauchen, das nächste Video, was ich drehen möchte. Hoppla. Ich muss den noch gewaschen. Wird ein Video sein über Salatzubereitung mit dem Condor Nesbook. Und ich habe das schon in anderen Videos vorgestellt, zum Beispiel jetzt neulich. Oh, man kann auch diese Lederscheide mit ganz normalem Pflanzenöl einreiben. Muss man ein bisschen einziehen. Den Holzgriff. Ich nehme zwar sonst immer mein selbstgemachtes Fixing Wax und ich mache auch hier ein bisschen Öl drauf, denn das ist ja Kohlenstoffstahl. So. Und das kann einziehen. Das war's schon. Das könnt ihr dann beliebig wiederholen, um das Holz dann noch besser nicht zu imprägnieren, aber zu schützen. Und dann habt ihr auf lange Sicht wesentlich längere Lebenszeit oder Lebensdauer für solche Holzbretter. Ist einfach nur zu empfehlen. So, danke fürs Zuschauen.
Bewertungen, Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.